Willkommen zurück zum Let's Play Lord of Arcana. Ich hab's endlich hingekriegt. Ich hab die Hure Mas... Ja, irgendwie sowas gekillt. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Wo muss ich eigentlich jetzt hin? Du musst zur Monstertöter-Gilde. Da sind zwei Schwerter vorn beim Treten da vorne. Ja, er spielt's jetzt auch. Nur halt ohne Aufnahme. Aber hallo, du musst ein erstaunlicher Krieger sein, wenn sich dein Gildenrang so schnell verbessert. Du deponierst stets ungewöhnliche Ausrüstungsgegenstände bei uns. Sind das Maßanfertigungen? Ich muss schon sagen, es hat sich viel geändert seit unserem ersten Treffen. Aber bilde dir bloß nichts darauf ein. Immerhin gibt es 30 Gildenränge. Gewiss, wenn du so weit gekommen bist, kannst du es bis nach ganz oben schaffen. Okay. Also gibt es dann ungefähr 30 Kapitel? Das ist immer lustig. Tut mir leid. Ich sollte auf diese Leute aufpassen. Ich kann meine Aufgabe nicht vernachlässigen. Wie du siehst, wirst du eine Weile ohne mich auskommen müssen. Oh, keine Sorge, du machst das schon. Trainiere einfach weiter und gib dein Bestes. Tut mir leid, sie arbeitet sich noch ein. Wenn du sie das nächste Mal besuchst, läuft alles reibungslos. Hoffe ich zumindest. Ja, dann gucke ich mal, was ich so herstellen kann im Moment. Neues. Hey, mächtige Kriegerin der Kerne, ich habe auf dich gewartet. Waffenherstellung, ja. Phew. Ragnarök. Oh. Todeskopies, Negator. Was ist Opferungsamulett? Wenn du stirbst, dass du dann noch einmal wiederbelebt wirst. Davon kannst du immer drei dabei haben. Ist immer ziemlich gut. Ey, das Teil sieht geil aus. Was soll ich Ragnarök haben? Oder doch lieber Todeskopies, Negator? Glaube, ich weiß, worauf ich als nächstes spare. Und die Zauberkarten muss ich alle finden, oder was? Herstellen sogar. Ach du Scheiße. Was brauche ich dafür? Schuppenschädel. Wo bekomme ich den denn her? Ich habe keine Ahnung. Ringelweste? Ah, ja, mir fehlen die. Dämonengewand, das sieht geil aus. Aber die Ringe ist besser. Kartenherstellung. Ist jetzt das Jetzt ist meine Wichtigste. Freundin sauer. Ah, okay. Wie hast du das denn gekriegt? Wenn du fertig bist mit deiner Aufnahme, werde ich dir das sagen. Okay, finde ich gut. Rubinstaub, Drachenrune und ein Bahamutkern. Wie Welches gesagt. Level bist du? Ich guck gleich mal. Hatte mir jetzt die eiserne Axt gebaut. Dachte, damit hau ich die jetzt tot. Arschlecken. Die hat mich noch schneller fertig gemacht. Dann habe ich nochmal aufs Jagdschwert zurückgewechselt und komischweise habe ich danach gewonnen. Du meinst jetzt die Tussi, wo du gestern so rumgeschrien hast? Du Schlampe, du Blöde, und was? Keine Ahnung, was du da geschrien hast. Genau die. Und egal, was man findet, alles aufsammeln, richtig? Richtig. Oh, ich kann. Gegerbte Haut und Katzenhaut bekomme ich wahrscheinlich von Kurl. Kartenverbesserung? Nee, da kann ich nichts verbessern. Michael nimmt auf. Ja, der ist bei Robin die Sau. Also ich meine nicht Robin die Sau, sondern er ist bei Robin. Ramos die Sau. So. Drachenrune. Dämonenstachel. Sarah ist sauer auf mich. Kristallkern. So. Kristallkern und Wahrscheinlich hat sie gar nichts. Dämonenstachel. Wo bekomme ich Kristallkern? Kann ich Kristallkern hier kaufen? Ist die überhaupt offen? Kristallknopfbronze.
Glücksschilling, Kettensiegel, Opferungsamulett, Suchonade, Drang, Lichtblätter, geh weg, Kraut, komm her, Kraut. Michael? Ja? Wenn ich jetzt ein paar Mal Viereck mach, ja, und dann Dreieck mach, dann macht meine nicht diesen Combo so gleich hintereinander, weißt? So wie im Tutorial kann man das noch ändern. Du musst auch deine Waffenfertigkeiten wieder hochpushen. Das heißt, vielleicht. Wegen, du musst erstmal dein, also wenn deine Waffenfertigkeit hochgeht, kriegst du auch neue Skills. Was guckst du so, hä? Hallo? Ich kann dir hier drüben bedienen. Einlagern. Okay, einlagern brauche ich nichts. Auslagern. Den Azdaya heißt sie, nicht Mazdaya. Egal, auf jeden Fall habe ich ihren Kern bekommen. Freut mich. Bitte komm unbedingt wieder. Na gut, jetzt sollte ich auf jeden Fall Ausrüstung wechseln. Kugeln ändern. Anstatt auf Auge der Götter zurück. So. Dann. Also, dies ist die Gilde der Monstertöter und dies ist die aktuelle Questliste. Oh, edle Kriegerin, bla bla bla. Ja, mein Name ist bla bla bla. Echt? Du hast bla bla bla? Eigentlich nicht, aber hier anscheinend schon. Okay. Dreimal Grünschleim töten. Ach, das krieg ich hin. Sicher, dass du das schaffst? Es ist kein Boss. Und kein Zombie-Drache. Und kein Greif. Und was es sonst noch alles so gibt, was mich töten will. So. Hast du denn eigentlich schon mal besiegt den Zombie-Drachen? Musste ich in der Quest. Ich glaube, wie lange hast du gebraucht? Ich glaube, ich habe 2 Parts und da habe ich nachher Offscreen gemacht. Also, Parts, viele Versuche. Ich glaube, das ist eine Mimik. Achso, pass auf vor Truhen, die sich bewegen. Ein Hinterhalt. Oh oh. Die können Zombie-Drachen rufen, die Sau. Ich hasse die Viecher. Hör auf, ausweichen! Sind es die Schleimviecher? Nein. Mandragoras. Die Pflanzen. Du wirst sie auch noch hassen lernen. Ich lass dich nicht dazu. Ich will nicht, dass du. Nein! Nein! Oh! Das war knapp. Hä? Okay, es ist mir egal, was gerade passiert ist, aber sie haben keinen Zombie-Drachen gerufen. Ich bin froh darüber. So. War das ein Selbstmordversuch von dem Vieh? Ich habe keine Ahnung. So, und die Mimik wurde von der Echentruhe und hab Blutrubin gefunden. Blutrubin. Freut mich sehr. Ist hier jemand? Hallo? Aufheben. Sumpfmoos. Und Sumpfmoos. Scharlachpilz. Scharlachpilz. Noch eine Mimik da hinten. Also ab hier gibt es Mimics. Okay. Jetzt sind ja auch noch alle zeitbegrenzt. Ja, alle Quests sind zeitbegrenzt. Selbst die Bosskämpfe. Okay. Ja, das ist kacke. Macht es einen auch ein bisschen interessanter. Wie ich finde. Weil du dich dann auch wirklich anstrengen musst. Und nicht einfach Zeit vertrödeln kannst. Nein! Du rufst niemanden. Nein, du gehst auch weg. Ah, fuck, die machen sogar Damage. 50 Damage haben die mir gerade gemacht. Einer. Ein Angriff. Und ich habe gerade mal 246.
Gemüsesaft. Schnell nochmal rüber. Gemüseknolle. Violetter Glimmer. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, Herstellungs-Items. Ich habe keine Ahnung. Mandragora. Hä, es gibt Gegner, die abhauen können? Einfach so? Aber ich habe nicht mal einen Heiltrank. Ja. Ich bin nicht vorbereitet hier hingegangen. Ja, das ist toll. Zwei Gegner. Du spürst aktive Arcana. Ich glaube, ich gehe doch nochmal zurück. Das ist nämlich immer gut, Arcana spüren. So richtig hart. Nee, du interessierst mich gerade wenig. Ich will hier hin. Wer weiß nämlich, was das sein kann. Und was für einen Kern ich da bekomme. Oh, Mandragora. Gib mir einen Kern. Hinterhalt. Bam. Komm schon. Hau nicht ab. Ich weiß, dass du nicht abhauen willst. Sei ehrlich zu dir selbst. Aber du machst mir eine Menge Damage. Das mag ich nicht. Dämonenstachel. Und ich bekomme einen Allraunkern. Oh yeah. Einmal ordentlich hinsetzen. Ist ziemlich unbequem. Na, eigentlich ist mein Fuß eingeschlafen, das alles. Aber ein Kern reicht. Also. Bevor uns noch die Zeit irgendwann abläuft, sollten wir noch eher die Schleimviecher, Grünschleime suchen. Euch mag ich nicht. Ihr tut mir weh. Und ruft Freunde. Ich hab doch keine Freunde. Ja. Kein Schleim. Kein Schleim. Gehen wir erstmal dahin. Vielleicht können wir da ja was aktivieren. Was ist das? Dunkelsplitter. Das klingt doch gut. Hier sind zwei Gegner. Und ein Scheiter. Gegenmittel. Ah, ihr seid beide Mandragoras. Bleibt ja eigentlich nur noch ein Ort, wo die grünen Schleime sein können. Wenn die nicht mit dem Mandragoras kommen, heißt das. Was aber kacke wäre. Oder war ich schon überall? Eigentlich nicht. Glaube ich. Versuchen wir nochmal hier mein Glück. Wird schon schief gehen. Okay. Oh, das sieht gut aus. Okay, zweimal hier drauf hauen. Oder dreimal. Und dann in Ruhe lassen. Dann sollte er angeblich wachsen. Der Kristall. Ja, Mama, was gibt's? So. Das ist ziemlich einfach, habe ich gemerkt. Feuerball drauf, angreifen und ihr macht Schaden. Aber dafür hält es nicht so lange, wie wenn man es normal macht. Weißt du, was schade ist? Was? Dass man bei dem Emulator nicht mit einem anderen Spieler spielen kann, der auch einen Emulator hat.
Geht, glaube ich. Ist aber in der Beta-Phase, glaube ich. Kann ich ja gleich nochmal gucken, nach der Aufnahme. Ja, guck schon mal bitte, war das sehr geil, Alter. Mhm, dann könnten wir zusammen spielen. Aber was? Das hier. Na toll, ich bin Level 3. Ich kann dir bei deinen Quests helfen. Dann geht's noch schneller. Ja. Wenn's geht, heißt das. So, klebrige Haut gefunden. Oh, mein Feuerball ist eine Stufe hochgegangen. Freut mich sehr. Sie vernichtet. Bleiben noch zwei. Und so, da ist wieder ein kleiner, süßer Zombie-Drache. Ich bin weg, Leute. Du spielst aktiv. Nächster Level bist du. Gehen Rang 7, Stufe 22. So. Was ist hier? Weißt du, was toll ist? Ich brauche einen Zombie-Drachenkern für ein Schwert oder so, ne? Ja. Ich sehe hier gerade einen in der aktiven Arcana. Das heißt, ich könnte dann einen Kern herkriegen. Aber die Gegner sind saumäßig schwer. Und ich habe auch keine Heiltränke dabei, fällt mir gerade auf. Und ich fordere mich, und ich lege mich mit einem Zombie-Drache gerade an. Aber abhauen war noch nie eine Lösung bei mir. Komm schon. Ja, so macht man das auf jeden Fall nicht. Das erstmal gestorben. Mal wieder. Zumindest in dieser Quest. Aber ich denke, ich werde jetzt einfach die Flucht ergreifen. Und den kleinen lieben Zombie-Drachen einfach sich alleine überlassen. Irgendwann hole ich dich noch, wenn ich stärker bin. Hoffe ich. Geh ich zuerst hier lang. Okay, hier scheint kein Schleim zu sein. Schleim, Max, Schleim, Schleim. Spur. Okay, schnell dadurch. Ja, gut. Da ist ein großer Gegner. Ist das ein Zombie-Drache oder lieber nur ein Schleim, Max, Schleim, Schleim? Ah, das ist Schleim, Max, Schleim, Spur. Dein Vorteil. Jo. Okay, bevor ich mich mit denen anlege, lege ich mich lieber mit denen an. Ich mag euch immer noch nicht. Mandragoras. Und zack. Komm schon. Friss den Feuerball. So ist brav. Und deine Michael, wo kann ich meine Quests angucken? Was du im Moment tun musst? Ja. Ich guck, ich bin gerade im Kampf, ich guck danach mal. Ich hab's gefunden. Aber irgendwo auf Start sein. Bam. So. Klebriges Gelee. Mein Leibgericht. Ein Ziel ist erschienen. Ziel ist vernichtet, nur noch eins übrig. Okay, hätte ja klappen können. Das da ist. Ich brauche 5 rote Steine. Ich habe 5 Stück. Muss ich jetzt wieder der komplette Weg zurücklaufen oder was? Und dann zur Truhe, ja. Du hast doch am Anfang die Truhe gesehen, ne? Da musst du sie reintun. Ah, ja. Da musst du sie reintun. Okay. Also ja, du musst den ganzen Weg zurück. Aber immerhin ist es nicht so schlimm wie bei sonstigen Sammelquests. Oh oh. Ich bin weg. Zombie-Drache.
Jo, wurde gerufen. Vielleicht krieg ich das auch so hin. Einfach nur das Questmonster töten. Einfach nur das Questmonster töten, komm schon. Komm schon. Eins. Nicht mehr lange. Er hält nicht mehr viel aus. Yes! Hahaha. Weißt du, was das Gute ist? Du musst nur seine Questmonster töten, selbst wenn andere Monster dabei sind. Danach ist es zu Ende. Der Zombie-Drache bewegt sich nicht mehr. Und Quest abgeschlossen. Krank See, ist mir auch egal. Verkaufe gesammelte Gegenstände. Blutrubin. Violetter Glimmer. Ah, dafür sind die Sachen. Ah, okay. Ja. So. Wie lange nehme ich jetzt schon auf? Dann schon wieder 21 Minuten. Guck ich nochmal kurz bei Waffenschmied vorbei. Hey, mächtige Krieger in der Kerne. Irgendwo war das doch. Ach ja, Zombie-Drachenkern. Ja, 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 da war was. Ja. Waffenverbesserung wollte ich. Jagdschwert geht nicht, Großschwert geht nicht. Rüstungsverbesserung, schwerer Bronzehelm, harte Eisenmaske und Lederband. Götterarmband habe ich 33 Stück. Naturkleber noch nicht ein. Kartenverbesserung ging ja noch nicht, ne? Genau. Also, ja. Dann gucke ich nochmal hier. Oh, willkommen, mitgeführt. Drachenrune, Drachenrune. Ach ja, konnte ich nicht kaufen. Sondern musste ich hier herstellen. Mitgeführt, Drachenrune. Dämonenstachel habe ich jetzt genug, aber mir fehlt nochmal der Kristallkern. Ja, das ist dann wohl dumm gelaufen, würde ich sagen. Aber naja. Beenden wir hier den Part. Auf jeden Fall, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst konstruktive Kritik da und haut raus.